Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022 und heute wollen wir mal was schauen, denn ich habe beim letzten Mal ja versucht, Bäume zu fällen. Da bin ich ja kläglich dran gescheitert, weil ich habe mir gesagt, okay, du nimmst die Forstmaschinen, du versuchst die Bäume dann auch wirklich ordnungsgemäß zu verkaufen und so weiter und so fort. Ja, fing an mit der ersten Baum, ja, hier, nee, passt Baumart, passt nicht zur Maschine, tschüss, ne? Ja, dann aus Wut und Frustration ja, zum T-Rex gegriffen, einfach wie ein Bekloppter durch den Wald gefahren, alles weggemäht, Platz gehabt, fertig. Sinngemäß passt das alles wunderbar. Aber ist natürlich ein bisschen ärgerlich, sowas. Weil einerseits der ganzen Hackschnitzel, die man da erzeugt, die sind natürlich alle weg. Das ist schon ein bisschen ärgerlich dann dabei. Und dann sagte mir jemand, gibt es ja auch noch mehr, ne? Kann man ja auch noch ein bisschen weitermachen. Man kann sich auch ein Jedi-Schwert kaufen. Oder Lichtschwert, so. Sind ja nicht nur Jedi-Wärter, weil haben ja auch dieses, ne? Nee, aber Spaß beiseite. Es soll ja nicht lustig sein hier. Nämlich, wir haben hier noch die Möglichkeit, das muss ich gerade mal gucken. Also, zum einen gibt es ja hier Baum sei weg, ne? Also Tree be gone. Das funktioniert ja auch ganz gut, hat aber gewisse Vor- oder Nachteile bei der Performance. Also die PlayStation hat damit echt zu kämpfen. Und ja, das ist schon ein bisschen komisch irgendwie. Und da habe ich mal Angst, dass das Spiel abschmiert, von aus gesehen. Sehr ärgerlich. Dann sagte mir aber jemand, hey, nimm doch den Baumverschlinger. Da habe ich gesagt, okay, ja, gucke ich mir mal an. Und dann sehe ich das Ding und denke mir so, hey, warte mal, ist irgendwie witzig, ne? Diese Maschine ist in der Lage, hunderte von Bäumen und Stämmen in wenigen Sekunden zu zerstören, wo wir merkten, daher ist ihr Preis ziemlich hoch. Zu zerstören, ne, muss man sagen. Es gibt einen fiktiven Preis und ein Kapazität, also einen normalen Preis. Das ist schon, das sind 125.000 Euro zu 25.000. Ich gucke mir das gleich mal im Spiel an. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube, es könnte lustig werden. Genau. Also, wie machen wir das? Wir gehen ins Spiel rein am besten. Ich habe mal eine Karte ausgesucht, nämlich wir machen hier eine neue Karte auf, gehen mal auf Mittel, damit ich gar keine Startgeräte oder ähnliches habe. Und dann schauen wir uns mal den ozeanseitiger Wald. Mal gucken, was das ist. Schauen wir mal. Also, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Bäume, ne? Ein paar Palmen, wo bemerkt, können wir ein paar Palmen umhauen. Ja, muss man mal gucken. Also, mir geht es halt hauptsächlich darum, habe ich hier was viele Bäume, die ich halt wegholzen kann. Dafür passt das natürlich sehr, sehr gut. So, hier gibt es massig Bäume. Wie ihr seht, hier gibt es sogar eine Tankstelle. Es ist Wahnsinn, was mir halt alles geboten wird. Ich muss mal gerade kurz zwei Sachen einstellen. Nämlich, ich möchte kein Auto starten. Die Zeit ist eigentlich total egal. Kein Auto safe. Ich möchte den Autostart aus haben. Perfekt. Also, hier ist es auf jeden Fall sehr viel Platz für irgendwelche Sachen, die man hier bauen kann, wenn man das denn möchte. Möchte ich aber nicht. Also, hier gibt es zum Beispiel gerade. Hey, Tree be gone. Guck mal, das Ding gibt es ja halt auch hier. Alter, was ist das für ein Moped? Boah. Das ist aber krass, oder? Was gibt's denn da alles dabei? Ketten. Oh Gott. Hinten mit Aufbau dran. Wow, das ist voll das Monster. Naja, egal, wir gucken mal. Also, gucken wir uns das ganze Ding mal an. Müsste ja eigentlich hier unter Forstmaschinen sein. Da ist es, der Baumverschlinger. So. Achso, den gibt es mit Kapazität und ohne Kapazität. Kostet das gleiche, wohl bemerkt. Wir testen einfach mal beide Varianten. Aber kann ich auch mieten, ist ja auch egal. So, einmal mit und einmal ohne Kapazität. Sehr gut. So, und dann gibt es das Ganze in real und fiktiv. Da kostet er 100.000 Euro mehr. Voll preiswert, ne? Jetzt weiß ich aber nicht, was das ist, weil. Ja, mal gucken. Wir testen es erstmal ohne. So, dafür brauchen wir am besten mal einen Tracker. Den hier in der Variante, fertig. Und dann brauchen wir am besten noch einen Tracker. Wenn wir zwei, nehmen wir einfach den hier in der Variante, fertig. Sollte reichen. PS halt, das ist nur interessant. Nicht, dass ich mich jetzt hier total verhackschnitzelt habe. Ach, 150 PS ist ja nix. Guck mal, hier, die braucht 200 PS, das ist die kleine, die braucht 50 PS. Ja. So, fahren wir mal. Achso, guck mal, hier haben wir schon. Achso, hier hat man trotz Dinger hier so, hat man schon was. Also Equipment so. Hier kann man natürlich im Multiplayer richtig cool rumholzen. Das ist schon witzig, hat was. Naja, egal. Gucke ich mir mal irgendwann mal an. So, ich würde sagen, wir gucken erstmal, was wir hier für Flächen haben. Da unten ist das und ich glaube, wir können hier einfach alles kaufen. Ja. Die ganze Karte mal für 400.000 gekauft. Ja, egal. Von der Logik her würde ich sagen, das linke ist das mit Kapazitäten, das rechte ohne. Gucken, wir fahren mit dem Warrior einfach mal hier rein. Das hat keine Kapazitäten. Okay. Es fehlt mir gerade noch eine Sache, die ich noch gerne ausrüsten wollte. Nämlich, ich brauche einen Anhänger. Ja, ein bisschen zwei Stück. So. Das haben wir auch. Oh, guck mal! Das habe ich das nicht wieder cool gemacht. Kann ich einfach zurückfahren, hänge ich dran. War natürlich alles geplant, ihr wisst.
dass ich hier immer durchstrukturiert bin. So, wir fahren mal los. Wir fahren jetzt mal irgendwo hin, wo Bäume sind. Ich würde sagen, hier links fängt es schon ganz gut an. Da sind die ersten Palmen. Vielleicht kann man hier auch direkt den ganzen Mist dann ja verkaufen. Wir schauen mal. Also, ich würde sagen, warum habe ich eigentlich nur Dings mit? Der kann doch eigentlich nichts mit reinnehmen, oder? Ach so. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Also ich würde mal sagen, so machen wir... Ach, Rohr ausfahren. Fahren wir dann Rohr aus. Seht ihr, ne? Wie ich das Rohr ausfahre. Wir gucken mal. Rohr ist... Rohr ein. Achso. Ja, jetzt ist das Rohr an. Okay. Fahren wir drauf und... So. Macht er den auch leer? Ah. Ja, schon mal nicht so gut, ne? Kann man den jetzt senken? Senken. Ah. Okay, also, es sieht mir sehr ordentlich aus, im Sinne von, da ist nichts mehr da, da ist kein gar nichts mehr. Okay. Wow. Das geht gut. Einmal zurückfahren, das ist aber dann auch manchmal so. Das hängt gleich so ein bisschen. Ah. Kann ich so einfach drüber fahren. Mega, jetzt weg. Okay, mal gucken. Jetzt sagt er irgendwas von Rohr ausfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt bedeutet, weil wir fahren mal einfach. Achso, das habe ich den vorderen natürlich abgemacht. Ich will natürlich den hinteren anhängen. Ich sollte dafür auch vielleicht gerade da dran fahren, dass das mit der Kupplung hier so ein bisschen besser passt. So. Nächste Ding. Wir fahren einfach drauf zu und gucken, was passiert. Okay, also. Rohr ausfahren hin oder her. Das Ding ist einfach weg. Bedeutet, da kann man halt nichts mitmachen. Also er schmeißt das jetzt nicht hinten rein oder ähnliches, ist einfach weg. So, nehmen wir den nächsten. Ist ja erstmal soweit in Ordnung, man muss es halt nur wissen. So, wir fahren einmal hier nach Enden, holen uns das Ding hier ab. Der hat ja jetzt Kapazität so gesehen, da bin ich mal gespannt, was das bedeutet. So. Ist natürlich schon irgendwie witzig. So, jetzt habe ich vorne halt, man sieht jetzt halt, der Hänger hängt jetzt dran. Einfach mal den Hänger mitgenommen, mal gucken, was passiert. Immer wenn man was macht, immer einen Hänger mitnehmen. So, den Hänger kann ich ja auch erstmal einfach hier stehen lassen. So. Dann müssen wir, denke ich mal, wieder das Rohr ausfahren, was wir natürlich nicht sehen. Sehr gut. Wir fangen einfach mal hier mit dem... Zuerst das Rohr ausfahren. Es ist doch schon ausgefahren, so es braucht sehr lange, bis das Rohr ausfährt, das imaginäre Rohr. So. Wow. Er hat einfach mal kurz den Baum weggemacht. Ich habe jetzt mal einfach 100... Hä? Wo geht denn das jetzt hin? Wo ist das denn jetzt gerade hingegangen? Hä? Habt ihr... Moment mal. Moment mal. Habt ihr das gesehen? Der hat das gerade umgeladen. Der ist einfach da reingekippt. Das ist ja witzig. Hä? Wie geil ist das denn? Kann ich das Rohr aus... Achso. Achso, nee, ich muss das Rohr ausfahren, sonst geht das nicht. Okay, das ist aber krass. Ich stelle einfach einen Baum hin. Jetzt gucken wir, was passiert. Mit den... Ach, der ist schon voll! Alter Schwede! Wie krass ist das denn bitte? Das ist ja übel. Soll ich auch mal, wenn ich jetzt an den anderen Rand fahre, ich wette, den macht er jetzt auch voll, oder? Oh, zwei natürlich, ja. Wahnsinn. Zieh das mal rein. Klack. Okay, das ist, das ist interessant, ne? Ein mega Bereich, den man hier abdecken kann damit. Man muss wirklich aufpassen. Jetzt die Frage, kann ich hier irgendwie verkaufen oder ähnliches? Gucken wir mal, damit er mir den Verkaufspunkt anzeigt. Ja, Hackschnitzel. Wo können wir die denn mal verkaufen? Nein, da fahren wir da einfach mal hin. Ich gucke mal, was er jetzt mit dem vorderen Ding machen kann. Er muss natürlich jetzt ein bisschen was ziehen, weil er hat halt, ne, ein bisschen Hackschnitzel dabei. Wahnsinn, ne? Wie schnell das geht. Also momentan würde ich sagen, klar, Kapazitäten viel besser, weil ihr habt halt was davon. Ne? Ihr kriegt dann auch was raus. Das ist ja auch nochmal ganz nett. So. Okay, das macht er jetzt nicht leer automatisch, was ja auch immer in Ordnung ist. Achso, warte, wenn wir mal eine Sache noch anders machen. Nicht, dass wir den hier irgendwie noch abladen können oder ähnliches. Aber hier abladen kann man machen. Okay, kippt das wirklich? Ich weiß jetzt aber nicht, wohin das kippt. Achso, ah, ich sehe es. Da hinten kippt das ab. Okay. Kann man auch machen, wenn man möchte. Ist jetzt natürlich nicht ganz so geil.
Jetzt kippen wir den mal einmal ab, den Müll. Jetzt bin ich gespannt, ob er den dann wieder automatisch umfüllt. Das wäre schon irgendwie witzig dann, naja. Krass, ne? Wie viel Geld das gibt, ist ja abartig. Gut, weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die Karte hier gerade funktioniert. Okay. Jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ich habe nicht gesehen, ob er es beim Abladen dann auch nochmal so rübernimmt. Mal gucken, kann ich das auch wieder aufsaugen? Das geht leider nicht. Schade. Gut, da gibt es natürlich eine Fräse für oder ähnliches. So, ich fahre mal gerade hier vorne zu dem... Okay, das ist krass. Das ist richtig cool. Also... Gucken wir uns natürlich die fiktive Sache auch nochmal an. Weil ich will wissen, 100.000 Euro ist eine Menge Mund. Okay. Kann man ein bisschen spielen mit dem Ding? Okay, wir lassen den mal jetzt oben. Hat er den weggemacht? Ja, hat er. Hier schon wieder das Ding vor. Wie krank ist das denn bitte? Hallo? Okay, ist nicht ganz so schnell wie der T-Rex, aber ist ja abartig. Guck mal. Fertig, voll. Machen wir den anderen mal auch noch ein Weg, fertig. Hö. Okay. Jetzt mal gespannt, was jetzt passiert, weil wenn ich jetzt verkaufe, ob er automatisch beim Verkaufen das vordere Ding dann halt umlädt in den Hänger und der dann halt auch verkauft wird. Da bin ich mal gespannt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Vorne ist mein Haufen, den ich gemacht habe. Muss er natürlich irgendwie mit irgendwas anderem wegfahren, ist ja nicht das Problem. So, nochmal. 72.000 Liter Hackschnitzel gerade, einfach mal so. Wahnsinn, oder? Und ich glaube, der kippt das wirklich von vorne nach hinten, weil guck mal hinten, der Füllstand von dem Hänger, der leert sich nicht. Seht ihr das? Ich kann es jetzt aber nicht fixieren dabei. Guckt ihr das mal an. Der kippt und kippt und kippt, kippt. Das ist einfach nonstop, das ist ja unendlich. Das ist ja krank. Warum habe ich diesen Bot nicht vorher benutzt? Wie viel Geld das gibt da oben? Ist doch abartig. Und da läuft immer noch. Weil der vordere 50.000 geladen hat. Und der Klaas ist natürlich gar nicht dafür da. Guck mal, jetzt geht die Drehzahl runter, deshalb pumpt er jetzt nicht mal rüber. Habt ihr gerade gesehen? Ist das krank? Das ist echt krank. 147.000 Euro habe ich gerade gemacht. Das ist ja krank. Wow, das ist richtig wow. Warte mal, müssen wir eine Sache mal schauen hier. Nehmen wir mal nach oben. Schwierigkeit normal, ne? Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie diese Karte hier wegen Hackschnitzel so geht oder sowas, aber das ist ja krank. So, nächste Gegend. abartig. So, wir machen das Ganze nochmal. Diesmal aber mit fiktiv, was mal das heißt. Also was fiktiv heißt, weiß ich schon, nur was das Spiel daraus macht, das ist jetzt ein bisschen was anderes. So, wieder das Gleiche. Nehmen wir mal einen Großtraktor, warum denn nicht? Wir haben es ja, ne? Nehmen wir den hier einfach so. Und dann nehmen wir noch den hier. Ach, eine Jacke wie Hose, ne? Dann haben wir noch zwei Hänger dabei. Nehmen wir wieder die, sind schön, die mag ich. So, also viel gekauft. Da. So, einmal zurück das Ganze. Mit dem riesen fetten Moped hier. Einmal dran, bitte. Sehr schön, vielen lieben Dank. Dann einmal bitte Rückwärtsgang. Und ich würde sagen, das ist jetzt halt kein Rohrausfahren. Ne? Das ist jetzt kein mit Tank. Ne? Also das ist dann egal. Mal gucken, ob der dann halt das so rübergeben kann. Wir fahren mal einfach hier so. Vielleicht ist er aber auch viel schneller. Meinst du nicht? Ja, das ist... Ja. So. Okay, also er speichert es nicht. Er kippt es auch nicht rum. Es ist einfach nur, ich sag mal, das Geld ist ja nicht weg, aber es hat halt jemand anderes, ne? Ich würde sagen, die Bezeichnung ist verkehrt mit fiktiv und real, also real für so ein Ding, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, ehrlich gesagt. Man sagt ja immer irgendwie bei Trecker, 1 PS kostet 1000 Euro oder sowas, ne? So ist man ja irgendwie so dabei, als Faustformel. Und bei so einer Fräse, ich habe keine Ahnung, okay, ich, da käme ich überhaupt nicht mit aus.
Ich bin mal gespannt, weil bei uns ist eine Verkehrsinsel, da, also ich wohne in der 30er-Zone, aber hier fährt keiner 30. Zumindest nicht die Leute, die hier wohnen, die hier nicht wohnen, so. Ja, das ist halt weg, ne? Leider Gottes. Nehmen wir mal die andere Konstellation. Und hier wurde ein Baum jetzt, leider Gottes, das, ich glaube, dritte oder vierte Mal einer gegengefahren, ist eine Eiche. Sieht man halt, was ein Baum aushält, weil die Autos sahen danach nicht so gut aus. Und leider Gottes haben sie den Baum jetzt quasi oben abgehackt, weil die Rinde so kaputt war, dass er sich halt nicht erholt hat, denke ich jetzt mal. Da bin ich mal gespannt, wie sie den Baum jetzt aus dieser Verkehrsinsel rausfräsen werden. Mal gucken. So, nehmen wir mal das Rohr wieder jetzt mal hier so. Muss man ja ausfahren, deshalb sieht man auch eben, warum das so lange gedauert hat. Das ist die gleiche Konstellation, nur dass man hier das Rohr nicht sieht. Und dass der Preis höher ist. Ja, das andere, das Ding ist schöner hier, keine Frage. Aber ist ja, wir gucken mal, also. Ja, dann fübbelt er das da so rüber. Ne? Wie ihr seht, geht das natürlich super gut. Das geht echt schnell, muss ich sagen. Das macht Spaß. Man darf die Fräse, muss man so lassen. Also die muss man oben lassen, damit er nämlich gleich den Baumstand, der jetzt gerade noch da ist, einfach stehen bleiben und dann weg weiterfahren. Nicht dagegen fahren oder irgendwie drücken oder ähnliches. Das macht keinen Sinn. Wow. Also ich sag mal, da habt ihr ja die Kosten für das Ding zum Leihen. Wir gehen das gleich nochmal durch. Habt ihr ja gleich auch nochmal raus. So. Machen wir noch einmal voll, oder? Ich wollte noch einmal sehen, wie viel man hier verkaufen kann. Achso, wir sind schon voll. Ist das krank, verdammt, ey. So, egal, weiter voran. Da fällt auch nichts mehr ein, ne? Da nachher. Soll ich gucken, dass ich bei diesem anderen Hänger nicht zu weit dran fahre? Wir machen mal. Ne, Rohr einfahren ist auch doof. Der steht, obwohl der steht weit genug weg. Was ein kranker Shit ist das denn bitte? Wir gucken mal gerade, wie weit er das macht. Wir fahren jetzt hier dran vorbei. Immer müsste er den ja als Trigger kriegen, oder? Fahren wir einmal hier so rum. Ja, macht er den rein. Guckt euch das an. Weil der ablädt. Ist ja krank. Fahren wir wieder hin. Ich will das ganze Ding jetzt hier nochmal reinkippen. Ich will nochmal den Jackpot haben, damit man das auch mal sieht mit der. Man sieht es halt bei der anderen nicht. Ne? Also, wenn man hier natürlich einen größeren Hänger nimmt, der viel mehr abkippen kann, dann lohnt sich das natürlich noch schneller. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja. Jetzt guckt euch mal, wie viel Geld das gibt. Also in der Zeit, wir gucken nochmal, was das Ding jetzt nochmal im Verleih kostet. 150 PS habt ihr mit, ich sag mal, jeder Art einen Trecker mit 150 PS auf seinem Hof. Mieten. Warte, wir wollen ja in der Kapazität mieten. Das kostet 1.275 € und ich gebe mir irgendwie, ich weiß nicht, was habe ich für den T-Rex bezahlt letztes Mal? Verdammte Axt im Walde. So ist das halt. Guckt euch das an. Krank. Krank, krank, krank ist das. Wow. Das ist ziemlich cool. Boah. Der hat einmal mal 150.000 gemacht. 300.000. Gerade klack, klack. Nächste, komm. Nächste. Wie geschnitten Brot geht das? Ja. Macht man dadurch jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Macht Sinn? Nein, macht es nicht Sinn. Aber jetzt will ich mal gerade gucken. Hier ist ja der Preis abartig für diese Hackschnitzel. Jetzt gehe ich mal gerade kurz in mein Game wieder rein. Was ich habe. Ich finde es aber eigentlich ganz witzig, dass man sich da so ein kleines Polster verdienen kann bezüglich Startguthaben. Weil klar, man kann sich, das ist ja wie Cheaten. Machen wir uns nichts vor. Ne? Also da muss man immer sehen. Es gibt aber manche Maps, da hat man vielleicht große Pläne und braucht halt echt lange, lange oder viele Erdperioden, bis man das dann durch hat. Und das ist natürlich echt schade dann dabei. Ne? So, achso, Hackschnitzel. Ich wollte den Preis mir anschauen. Ob der jetzt normal war oder ob der jetzt einfach nur abartig hoch war. Hackschnitzel. Mann, der war ja nicht so hoch. Mann, das waren eben 2.000 €, jetzt 1.500, sage ich mal. 1.600 war er hier im höchsten Fall. Also da kann man richtig Patte mitmachen. Richtig Patte mitmachen. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich überlege, upsala, nee, das wollte ich jetzt nicht. Also, bleib mal hier ganz ruhig, voller Mann. Wenn ich überlege, dass die ganze Fläche hier, das waren ja. Boah, das war viel Geld. Das war eine Menge Geld. Das waren 50.000 locker. Mehr.
Wow, cool. Naja, egal, ist ja nicht schlimm. Also, so kommt mir nicht das Geld drauf an. Wenn ich möchte, dann kann ich mir das ja anderweitig holen. Aber das ist echt cool, wenn ihr zum Beispiel irgendwie da Probleme habt oder ähnliches, dann passt das wirklich außerordentlich gut. Ja, ganz toller Mod. Vielen lieben Dank für die Vor- oder für den Tipp diesbezüglich. Ich habe jetzt gerade keinen Namen vor Augen, aber derjenige wird es wohl wissen und ich schreibe einfach drunter, dann weiß das dann. So. Aber das ist wirklich cool. Also einfach hier unter Force-Geräte schauen, Force-Maschinen hier oben, ne, dann Punkt der Mod habt, dann geht ihr relativ weit runter. Oder geht einfach ganz nach unten, dann geht ihr von unten nach oben und seht hier den ja, Baumverschlinger. Ihr könnt auch einfach nach Baumverschlinger suchen oder nach Verschlinger. Und dann seht ihr den, ne? Genau, ihr könnt auch einfach danach suchen. Wenn ihr beim Jedi-Schwert seid, einfach noch zwei höher, drei höher, und dann seid ihr dann automatisch da. Ja, richtig geile Sache, tolle Mods, finde ich immer super. Und krasse Mods finde ich auch, das habe ich jetzt beim Rumgucken entdeckt, Verkaufsstation. Und dann gibt es ja hier oben Ölproduktion. Guckt euch das mal an, was da so. Guckt mal hier die. Ne? Ihr könnt da Öl machen, dann könnt ihr das da machen, dann könnt ihr dann Öl verkaufen. Ist schon krass, oder? Könnt ihr Fracking betreiben und so ein Scheiß. Naja, später noch. Ich sagte, der Landwirtschaftssimulator ist auch nicht mehr das, was es mal war. Könnt ihr alles mitmachen. Naja, weil ich bin hauptsächlich darauf gestoßen, weil ich habe halt eine neue Fabrik gesucht für meine zukünftige Hofproduktion. Bin aber irgendwie noch nicht so ganz dahin gekommen, wo ich dann hin will. Da muss ich mal gucken. Gegebenenfalls werde ich wieder bei der Omatana landen. Was ja nicht schlimm ist, muss man ja auch sagen. Gute Mods muss man natürlich auch loben. Ja, und das war auch ein guter Mod. Und dann gucken wir mal, wie es denn so wird. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich cool. Ja, das macht halt echt Laune. Und also, Szenario ist, ihr fangt auf dem Hof an, der ist neu. Und dann sagt ihr, oh, ich hätte hier aber ganz gerne eine Getreidemühle, habe aber gar keinen Platz und vielleicht gar kein Geld. Dann macht ihr das Ding halt an und fertig, ne? Wer es nicht will, der muss es ja nicht machen. Der kann sich ja einfach das Ding holen, ohne Kapazität nehmen. Dann ist der Baum einfach weg und ihr könnt billig einen Baum wegmachen. Für, was waren es, 1200 irgendwas? Ich sag mal für 1500 Euro mit ein bisschen Sprit hin und her fahren und so weiter. Seid ihr dabei? Voll geil. Finde ich gute Sache. Vielen lieben Dank für den Mod. Sehr, sehr toll. Und ja, dann gucken wir mal, wie es das nächste Mal weitergeht beim Landwirtschaftssimulator 2022. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.